Hör auf dein Herz. Die Herzschwäche, also eine verminderte körperliche Belastbarkeit aufgrund einer Funktionsstörung des Herzens, ist eine der häufigsten und folgenschwersten Erkrankungen weltweit. In Europa leiden geschätzte 10 Millionen Menschen an einer Herzschwäche. Weitere 10 Millionen sind betroffen, sind aber bislang noch asymptomatisch, haben also bislang noch keine Beschwerden und wissen deshalb noch nichts von ihrer Erkrankung. In Deutschland ist es so, dass 2 Millionen Menschen mit einer Herzschwäche behandelt werden müssen. Jedes Jahr haben wir 200.000 Neuerkrankungen. Und mit 370.000 Behandlungsfällen jährlich ist die Herzschwäche, die sogenannte Herzinsuffizienz, eine der häufigsten Ursachen für eine Aufnahme in einem Krankenhaus und eine der häufigsten Beratungsanlässe in Arztpraxen. Dabei ist natürlich so, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Herzschwäche mit zunehmendem Alter ansteigt, sodass wir auch aufgrund der epidemiologischen Entwicklung, also der zunehmenden Veralterung unserer Gesellschaft, mit einer deutlichen Zunahme dieses Problems in Zukunft rechnen müssen. Wichtig ist, dass man die Herzschwäche rechtzeitig erkennt, richtig einordnet und dann vor allen Dingen richtig behandelt, richtig therapiert. Denn eine Tatsache, die vielfach noch nicht im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, ist, dass man mit einer unbehandelten Herzschwäche schlechtere Karten hat als mit einer Krebserkrankung. Umgekehrt ist aber so, dass wir gerade im Bereich der chronischen Herzinsuffizienz, also der dauerhaft bestehenden Herzschwäche, in den letzten Jahrzehnten massive Fortschritte gemacht haben, sodass wir die Lebenserwartung, die Prognose der Patienten mit einer Herzschwäche drastisch verbessern konnten.